wir sind hier auf der WM World Europa in Barcelona und gerade ist die Keynote von Pat Gelsinger zu Ende gegangen. Er zeichnet dort die Vision einer Brave New IT auf. Nvidia trägt dazu auch bei, indem wir Grafikleistungen auch für die verschiedensten mobilen Endgeräte bringen können. Das können Chromebooks, Thin Clients oder auch Desktops sein. Unsere GRID vGPU-Technologie läuft jetzt auf VMware vSphere als Hypervisor und ermöglicht dort im Zusammenspiel mit Horizon View grafikintensive Applikationen auf eine Virtual Machine zu bringen. Das zeigen wir hier am Stand. Die GRID-Technologie wird hier auf einem HP-Server mit einer GRID-K2-Karte erzeugt und damit werden 4 Virtual Machines getrieben. Das heißt, die GPU wird halbiert und jeweils einer Virtual Machine zugewiesen. Angefangen von Web-Applikationen über Stadtplanungssoftware wie Esri ArcGIS oder auch Architekturprogramme wie Autodesk Revit bis hin zu Siemens NX als PLM-Variante werden hier grafikintensive Applikationen auf den 4 Virtual Machines betrieben. Unser Early Access Programm steht jetzt unseren Kunden zur Verfügung. Wir haben auch schon namhafte Unternehmen gewinnen können, wie Airbus und Metro Health. Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite.